Wir machen jetzt hier weiter mit das, was eigentlich typisch ist für solche Veranstaltungen. Meistens auf solchen Konferenzen gibt es so Keynotes und ganz lange Talks und Diskussionen und Debatten, die sind teilweise richtig, richtig lang. Wir haben das eigentlich auf so ein Minimum begrenzt, aber die Crème de la Crème, das Beste vom Besten, dafür haben wir dann doch nochmal Zeit. Wir haben einen sehr, sehr, sehr tollen Beitrag, auf den ich mich sehr freue. Andreas Rickert heißt der Kollege. Er wird beschrieben als Wandler zwischen den Welten. Er baut Brücken zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik. Wir werden einen wunderbaren, spannenden Future Talk bekommen. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Fineo. Das ist ein Unternehmen, das sich für soziale Innovation und bürgerliches Engagement einsetzt. Später könnt ihr dann auch noch Community-Fragen stellen. Deswegen versucht mal irgendwie aufmerksam zu sein. Vielleicht habt ihr jetzt schon eine Frage. Merkt euch diese Fragen. Stellt sie dann. Ich werde sie ihm stellen. Er wird uns einen Ausblick geben, wie die Ideen, die jetzt konkret hier entstehen, also zum Beispiel diese Währung für Journalisten und Journalisten, diese Challenger-App oder andere Produkte, die es ins Finale geschafft haben, wie man diese konkret jetzt dann auch mal anwenden kann, was man da weiterspinnen kann. Ich freue mich sehr. Vorstandsvorsitzender von Fineo, Andreas Rickert. Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Freut mich sehr, bei euch sein zu können. Ich hoffe, ihr seid alle kraftvoll in den Tag gesprungen. Sorry, den musste ich jetzt einfach bringen bei der Steilvorlage eines Innovationscamps, das so heißt. Aber ich habe den Eindruck, und ich bin die letzten Tage so ein bisschen rumgeschlendert, dass das wirklich passt und programmatisch ist, weil hier wirklich unglaublich viele Innovationen, gerade haben wir wieder ein Beispiel gesehen, sind, aber auch unglaublich viel Kraft in dem Ganzen steckt. Und das finde ich großartig, das hat mich begeistert. Und das brauchen wir auch, weil wenn ich mal so ein bisschen in die Welt reinschaue, dann haben wir einfach unglaublich viele Herausforderungen. Und natürlich überschattet gerade alles Corona. Das ist ja auch durchaus der konkrete Anlass, den wir gerade haben, wo das Innovationscamp auch reingegangen ist. Und das betrifft uns alle. Das betrifft uns alle auf einer persönlichen Ebene. Jeder hat es in irgendeiner Weise gespürt. Möglicherweise hoffentlich nicht zu viele ganz gesundheitlich, aber eben auch in den Einschränkungen im Sozialleben, im Berufsleben, als Gesellschaft. Also insofern, da spüren wir wirklich sehr, sehr klar, wo es einfach Herausforderungen gibt. Und die müssen wir angehen, da dürfen wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Also insofern zeigt eben auch so ein Innovationscamp, wie wir mit solchen Themen umgehen können. Sorry für diesen Downer, den ich dann doch am Anfang noch bringen muss. Und jetzt mache ich es noch etwas düsterer, weil die Corona-Krise überlagert nur gerade eigentlich all die anderen Themen. Aber die sind nicht weg. Klimawandel ist nicht weg. Populismus ist nicht weg. Kriege, Gewalt sind nicht weg. Ungleichheit ist nicht weg. Plastik ist nicht weg. Ich könnte diese Liste jetzt unendlich weitermachen. Und das ist schon ziemlich hart. Schön in Anführungsstrichen akkumuliert und zusammengefasst ist es in den SDGs, den Sustainable Development Goals der UN, wo wir einfach sehen, dass wir 17 große Themen haben, die wir angehen müssen. So, also das ist einfach mal auf der Herausforderungsseite. Aber, und ich glaube, das zeigt eben diese Kraft, die wir auch hier jetzt spüren, wir können diese Themen angehen. Und deswegen möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen dadurch führen, was ich glaube, was es braucht, um diese Themen wirkungsvoll angehen zu können. Und es sind letztlich für mich drei Blöcke. Das eine ist Werte, die richtigen Einstellungen. Das zweite ist Innovationen, Lösungen. Und das dritte sind dann eben auch Ressourcenkapital, die wir dafür brauchen und die wir mobilisieren müssen. Ich habe bewusst angefangen eben mit dem Thema der Energie, der positiven Energie, weil ich glaube, das ist schon die Basis, die wir brauchen. Wir brauchen ein wertebasiertes Verständnis über das, was wir wollen als Gesellschaft, was wir als Individuen machen wollen, was uns auszeichnet. Und das ist etwas, was ein kontinuierliches Ringen ist. Wir dürfen nicht die offene Gesellschaft, die wir haben, als selbstverständlich hinnehmen. Insofern müssen wir dafür kämpfen. Ich glaube, jetzt in diesem Kreis ist es eher trivial, dafür zu werben, dass wir eine tolerante Gesellschaft brauchen, dass wir eine offene Gesellschaft brauchen, dass wir eine innovative Gesellschaft brauchen, eine nachhaltige Gesellschaft. Ich hoffe aber, dass es irgendwann wirklich halt Mainstream ist und dass wir uns alle als Individuen, als Gesellschaft, als Gesellschaften, als Global Community auf diese Werte verständigen. Aber das ist so ein bisschen die Basis, die wir brauchen. So, und wenn wir wissen, welche Welt wir haben wollen, in welcher Welt wir leben wollen, dann ist die Frage, wie kommen wir dahin? Was brauchen wir dafür? Und damit sind wir beim Kern auch des Innovationscamps. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen Ansätze dafür. Und wenn ich von Innovation rede, meine ich nicht zwangsläufig, dass wir alles radikal ändern müssen. Also das ist mir schon sehr wichtig. Wir brauchen Innovation und auch da Innovation per se
ist jetzt kein Qualitätskriterium. Also man kann auch den größten Bullshit innovativ machen. Also insofern, man braucht wertebasierte Innovationen und wir müssen gleichzeitig gucken, dass wir das, was da ist und was auch gut ist, durchaus bewahren und weiterentwickeln. Aber es gibt eben auch Sachen, wo wir noch nicht genau wissen, wie man herangeht und dafür brauchen wir eben neue Ansätze. Und insofern ist es einfach sehr, sehr schön, dieses Camp hier zu erleben, weil es ist ein wahres Feuerwerk an Innovationen, an Lösungsansätzen, mit denen wir an Themen im Großen wie im Kleinen herangehen können. Und ich will einfach mal wirklich exemplarisch zwei Sachen herausgreifen, die ich gesehen habe, die ich hochspannend finde. Eins hast du eben auch schon wieder erwähnt, John Coyne, also diese Währung für Journalismus, wo es eben genau um die Verknüpfung eben auch geht wiederum, und dafür stehe ich ja auch für verschiedene Welten, Verknüpfung von Journalismus mit Nachbarschaftshilfe. Oder ein anderes Projekt, was ich gesehen habe, Amtsmut, übrigens wirklich ein schöner Name, der fast irgendwie wie eine Schizophrenie klingt, aber insofern schön, dass man auch an sowas rangehen kann. Also der wertschätzende Dialog zwischen den Ämtern und der Kultur und dafür eben auch neue Formate, kreative Formate. Das einfach mal wirklich nur zwei exemplarische Beispiele dafür, was halt hier auch gerade passiert. Sehr viel mehr werdet ihr ja gleich auch noch sehen. Und damit stehen diese Beispiele, damit steht dieses Innovationscamp auch beispielhaft für das, was man an ganz, ganz vielen Stellen sieht. Viele Menschen, viele Teams, viele Organisationen machen sich nämlich auf den Weg, um Ideen zu entwickeln, um Lösungen beizutragen für die großen Themen der Welt. Und das sehe ich wirklich über alle Sektoren, über alle Bereiche hinweg. Ich fange mal an, das sei mir gestattet, als Cheflobbyist der Zivilgesellschaft mit dem gemeinnützigen Sektor. Also hier haben wir immer schon hohe Innovationskraft gehabt. Das liegt einfach daran, dass natürlich der gemeinnützige Sektor schon qua seines Amtes normativ die Verantwortung hat, Lösungen für die Gesellschaft zu bieten. Es liegt aber auch daran, dass durch die Tausenden, die zigtausenden von Vereinen, von ehrenamtlich Engagierten, von Organisationen in der Wohlfahrt, in kleinen Verbänden, man an den Zielgruppen dran ist und damit seismografisch erspürt, wo sind eigentlich Herausforderungen und dann natürlich sehr schnell überlegt, was sind eigentlich Lösungen, die ich anbieten kann. Also insofern, die Zivilgesellschaft ist ein Hort von unglaublich vielen Innovationen, sozialen Innovationen. Daraus entspringt dann so ein bisschen auch die Szene der Social Entrepreneurs und es ist ja auch nicht überraschend, dass Cent eben auch mit hinter dem Innovationscamp steht, weil hier sind eben sehr viele Player, sehr viele Teams, die mit wirtschaftlichen Ansätzen gleichzeitig gucken, wie sie von vornherein gesellschaftliche Themen lösen können. Damit auch die Brücke geschlagen zum Wirtschaftsbereich. Auch die Wirtschaft macht sich zumindest in vielen Fällen auch auf, um an den Themen der Welt mitzuarbeiten. Das ist nicht immer getrieben durch eine Eigeneinsicht. Das ist auch häufig getrieben, muss man sagen, durch die Kundinnen, das ist getrieben durch die Partnerinnen, durch die Shareholder, am Ende des Tages häufig auch durch die Mitarbeitenden, weil viele wollen einfach heutzutage irgendwo arbeiten, wo Purpose auch erfüllt ist. Aber ganz egal, wo jetzt der Impuls herkommt, was wir beobachten, ist, dass sehr viele Wirtschaftsunternehmen, auch große Player, nicht mehr nur noch ein bisschen Unternehmensspenden machen, sondern wirklich gucken, wie kann ich aus dem Kerngeschäft heraus, Shared Value ist so ein bisschen der Begriff dafür, wie kann ich aus dem Kerngeschäft heraus wirklich beitragen, etwas für die Welt zu tun. Also insofern, die Wirtschaft ist mit in der Spur. Klar, es gibt auch einige, die es nicht sind, die müssen wir dafür abstrafen, dann müssen wir auch relativ hart sein, aber viele wollen es durchaus auch. Die Politik oder die öffentliche Hand ist durchaus auch natürlich per se angetreten, um etwas für die Menschen, für die Gesellschaft zu tun, was ich mit Freude sehe, dass das aber auch an vielen Stellen wirklich ernst gemeint ist. Also nicht nur, dass man sich die Themen der SDGs vornimmt, sondern auch, dass hier dezidiert mittlerweile Themen wie Social Entrepreneurship, Social Innovation etc. aufgegriffen werden. Das sehen wir bei fast allen Fraktionen und das ist schön und deswegen hoffe ich, es ist noch nicht genug, dass wir wirklich auch politischen Support haben aus der öffentlichen Hand, um diese Themen voranzutreiben. Also das war jetzt einfach mal so holzschnittartig durch die verschiedenen Sektoren gerannt, wo ich überall sehe, dass man sich aufmacht, mit sozialen Innovationen Themen anzugehen. Was, und das ist so ein bisschen der Schmerzpunkt sehr häufig noch ist, dass das alles siloartig ist. Also, dass man gar nicht so häufig miteinander redet. Und wenn man miteinander redet, dann eher schlecht über den anderen. Also, die Zivilgesellschaft versus der kapitalistischen Wirtschaft
oder die Politik, die eh nichts rafft, gegen die Basis. Das ist nicht gut und ich finde, das entspricht uns auch nicht, sondern wir müssen wirklich gucken, wie können wir uns, und damit sind wir wieder bei den Werten, A, darauf verständigen, was wir für eine Welt wollen und dann B, gucken, wie können wir zusammenarbeiten, Stichwort Kooperation, um diese Themen anzugehen und das bitte wirklich auch über die Silos hinweg und da bitte ein bisschen auch Toleranz haben und mit Stereotypen, die man im Kopf hat, aufräumen. So, also wenn wir das haben, wenn wir wissen, was eigentlich die unterschiedlichen Segmente mit beitragen, dann ist eigentlich nur noch die Frage, okay, wie kriegen wir es denn dann auch finanziert? Wie kriegen wir die Ressourcen dafür? Und damit sind wir beim Thema Impact Investing. Wir brauchen natürlich auch Köpfe und Ressourcen und Menschen, die sich einbringen, Talente, ja, wir brauchen aber auch Geld, wir brauchen Kapital. Und auch da nochmal den Bogen zu spannen zu den SDGs, wenn wir also wirklich die SDGs bis 2030 angehen wollen, dann haben wir ein Finanzierungsvolumen von 4,5 Billionen US-Dollar. Das ist schon nicht wenig, es ist auch durchaus Geld im System, aber es bleibt immer noch eine Lücke von 2,5 Billionen US-Dollar. Und das ist, und das leuchtet, glaube ich, jedem ein, nicht zu schließen über Spenden, über philanthropische Mittel, auch nicht durch multinationale Organisationen à la Weltbank oder UN. Das heißt, die Frage ist, wo kommt eigentlich Kapital her, mit dem wir diese Themen angehen können? Und da ist Impact Investing eine, ich sage nicht die alleinige, aber eine Lösung. Vielleicht mal ganz kurz definitorisch, was heißt Impact Investing? Impact Investing heißt, dass man investiert mit zweierlei Zielrichtungen. Das eine ist, man will auch einen Financial Return, man will auch durchaus Geld damit machen. Das ist auch durchaus legitim, das macht es vielleicht auch nachhaltig. Gleichzeitig will man aber eben auch ein Social Return Investment, das heißt, man will einen gesellschaftlichen Mehrwert. Und dieser gesellschaftliche Mehrwert ist auch messbar. Das ist jetzt nicht so ein bisschen ein Bauchgefühl, oh, das fühlt sich gut an, sondern es ist wirklich messbar, dass man dort einen Impact hat. Das sind die beiden Kriterien für Impact Investing. Und das wird einfach mal einsortiert so in das Spektrum von Investment, jetzt sehr holzschnittartig. Man kann auf der einen Seite nur finanziell getrieben sein, dann geht es einem um die Maximierung seines Gewinns. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer so schön, weil man damit sehr viel Kollateralschäden in Kauf nimmt. Dann gibt es nachhaltiges Investment, Responsible Investment. Das ist auch groß und das hat auch schon gerade in Deutschland eine lange Tradition. Hier geht es aber eher darum, dass man vermeidet, keinen Schaden anzurichten. Also kein Investment in Waffen, kein Investment in Kohle etc. Das heißt, man vermeidet einfach nur Schaden. Das ist gut, aber das reicht nicht. Und Impact Investing ist das Ganze in Positive gedreht. Hier investiert man mit der Maßgabe, dass man eben wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. So, das ist das, was Impact Investing ausmacht. Und ich hoffe, dass Impact Investing wirklich zum Mainstream wird. Wir sind auf dem Weg. Deswegen vielleicht mal ein ganz kurzer Blick in die Historie. Wo kommt das eigentlich her? Wie gesagt, nachhaltiges Investment, wertebasiertes Investment hat schon eine lange Tradition. Was aber durchaus neu eben hinzugekommen ist, ist eben das Thema Impact Investing seit ungefähr 10 Jahren. Es gab mal eine G7-Taskforce zu dem ganzen Thema, die hat sich dann weiterentwickelt. Es gibt auf der internationalen Ebene die sogenannte Global Steering Group on Impact Investing. Und in sehr vielen Ländern haben sich Organisationen mittlerweile entwickelt, die das Thema treiben. Und in Deutschland, manchmal sind wir etwas langsamer, gibt es auch seit diesem Jahr die Bundesinitiative Impact Investing, eine Multi-Stakeholder-Plattform, wo wirklich alle an diesem Thema interessierten Player zusammenkommen. Auch Einladung an jeden von euch, sich da einzubinden, um das Thema voranzutreiben. Also insofern, es passiert etwas und damit ist schon die Hoffnung, dass wir Impact Investing immer größer machen. Auch hier meine Zahl, im Moment reden wir ungefähr von 500 Milliarden US-Dollar jährlich, die hier investiert werden, aber da ist noch sehr viel mehr Musik drin. Damit Impact Investing Mainstream wird, braucht es durchaus noch ein paar Rahmenbedingungen. Ich will noch mal zwei nennen. Das eine ist eine stärkere Standardisierung. Wir müssen uns darauf einigen, wie misst man beispielsweise Wirkung, wie misst man Impact? Das ist natürlich ein Thema von Fineo. Wir stehen für Wirkung, für Wirkungsanalysen, für Wirkungsmessung. Wir sind mit Teil auch einer globalen Initiative, der Impact Management Project Initiative, wo über 700 Organisationen zusammengekommen sind, um Standard zu entwickeln. Das heißt also, hier entwickelt sich etwas. Das zweite ist, wir müssen gucken, dass auch Impact Investing für viel mehr Menschen und Institutionen möglich ist zu machen. Bis jetzt war es primär etwas, was Hochvermögende machen konnten. Und es war primär darauf gemünzt, dass man in Social Businesses, in soziale Startups investiert hat. Und das ist super. Aber bis die dann wirklich skaliert Wirkung haben, dauert es relativ lange. Deswegen müssen wir es auch in andere Asset Class rüberziehen. Und das beobachten wir auch gerade, dass
es mittlerweile Möglichkeiten gibt, beispielsweise im Bereich Immobilien, Real Estate, auch Impact Investing zu machen. Oder wir sehen mittlerweile sogar Hedgefonds, die versuchen, Impact Investing zu machen. Was ganz spannend ist, kann man vielleicht hinterher mal diskutieren, ob man mit Aktivisten Ansätzen auch abstrafen kann, Unternehmen, die eben überhaupt keinen Impact haben. Also insofern, da ist gerade sehr, sehr viel Musik drin. Bottomline ist, Impact Investing ist, glaube ich, etwas, was immer mehr kommt, was, glaube ich, Mainstream wird. Und das heißt, wir haben dann auch Kapital, viel mehr Kapital zur Verfügung für die Lösung von großen Themen. So, also das ist das, was wir sehen. Wir sehen eine Wertedebatte, die hoffentlich in die richtige Richtung geht. Wir sehen viele Innovationen. Wir sehen, dass Kapital kommt. Und jetzt vielleicht zum Schluss, ich meine, es ist ja ganz schön, dass wir das Ganze ja auch in Berlin machen dürfen, noch einen Vorschlag, wie wir Berlin zum Epizentrum für Social Innovation machen können. Ich bin davon überzeugt, dass es Cluster braucht. Es braucht bestimmte Hubs, wo Themen gesondert getrieben werden. Und eigentlich ist Berlin prädestiniert dafür. Wir haben alle Zutaten, die es braucht. Also, was haben wir in Berlin jetzt schon? Wir haben ohnehin eine lange Tradition in Deutschland einer sozialen Marktwirtschaft. Da passt es also sehr schön, das weiter fortzusetzen. Auch da, Deutschland, ob es will oder nicht, hat mittlerweile eine gewisse normative Führungsrolle in der Welt. Das heißt also, auch hier passt es letztlich zu dem Narrativ und zu der Agenda, die wir haben. Wir haben in Berlin speziell eine große Tradition und eine große Szene der ökologischen, der solidarischen Ökonomie. Wir sehen viele Social Entrepreneurs, die hier kommen. Wir sehen Talente, die global nach Berlin kommen, weil sie sagen, sie wollen hier ihre Start-up-Idee verwirklichen. Wir sehen eine Wissenschaftsszene, die nicht nur vielfältig ist, sondern wo dezidiert auch das Thema aufgegriffen wird. Ich nehme jetzt nur mal beispielhaft das Berlin Institute of Health, wo viele Innovationen entstehen. Also insofern, es gibt ganz, ganz viel, was schon da ist und das ist schön. Mal wieder ein bisschen typisch für Berlin. Es fällt Berlin in den Schoß, aber es wird nicht gezielt orchestriert. Und das ist eigentlich genau das, was wir tun könnten. Wir könnten gucken, und da sind wir, muss ich sagen, auch mit dem Senat im Gespräch, dass wir das wirklich strategisch angehen. Dass wir sagen, wir bauen Berlin zum globalen Hub, zum Epizentrum für soziale Innovationen auf. Und da passt ihr natürlich mit dem Innovationscamp auch perfekt rein. Und was braucht es dafür? Es braucht erst einmal die Positionierung, das Narrativ. Also ich fände es schön, wenn auf dem Sprechzettel von Frau Merkel und beim Regierenden immer stehen würde und aus Berlin, aus Deutschland heraus kommen die großen sozialen Innovationen. Das wäre ganz schön, würde auch zu uns passen. Das Zweite ist, dass wir Talente noch mehr anwerben. Wir müssen gucken, dass immer mehr Teams, immer mehr Personen hier hinkommen in unsere vielfältige Berliner Szene, die hier ihre Heimat finden und sagen, okay, ich möchte hier einen Beitrag leisten für lokale, aber auch für globale Herausforderungen. Wir brauchen durchaus auch eine Transparenz über die Player, wir brauchen Vernetzung. Ich habe immer über das Silo-Denken und die Verästelungen gesprochen, das müssen wir zusammenführen. Das heißt also, das ist etwas, ein Hub der Vernetzung zwischen Wissenschaft, zwischen Social Entrepreneurs, zwischen Investorinnen etc. Und dann brauchen wir auch Formate wie dieses, also Accelerators, Incubators und so weiter. Und wir müssen eben gucken, dass wir auch Finanzierung bekommen. Da wird das Stichwort Impact Investing, da kann man sich möglicherweise, warum nicht, mit der IBB ein Matching Fund vorstellen mit privaten Investorinnen. Also insofern, es gibt Ideen, wie man das machen kann. Und die Bottomline ist, ich glaube, dass wir in Berlin ganz, ganz viel schon haben. Und ich glaube, eigentlich wäre jetzt so der Tipping Point zu sagen, okay, jetzt entwickeln wir Berlin zum Global Hub, zur Capital Social Innovation. Und das würde dann, und jetzt mache ich es nochmal wieder groß auf, auch in den globalen Kontext ganz gut passen. Jetzt auch etwas holzschnittartig. Wir müssen als Europa, als Kontinentaleuropa wirklich auch ein bisschen aufpassen, wie wir in einem globalen Wettbewerb davonkommen zwischen USA und China. Ich glaube, beide Systeme sind nicht unbedingt die, die wir wollen. Und ich glaube, auch beide Systeme sind nicht unbedingt die, die helfen, die Gesellschaft und die Welt in eine bessere zu überführen. Das heißt, wir haben auch eine Chance als Kontinentaleuropa mit einem wertebasierten Unternehmertum, mit einer wertebasierten Gesellschaft, auch, und da spielen eben Social Innovations eine wichtige Rolle, auch im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein, weil ich glaube, sehr, sehr viele Herausforderungen, die wir haben, sind auch gleichzeitig Chancen. Und das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung, dass wir in Berlin, in Deutschland, in Europa wirklich einen großen Beitrag dazu leisten, die großen Themen anzugehen. Und dann glaube ich, und damit würde ich dann auch enden, wenn wir die richtigen Werte haben, wenn wir die Ideen, die Innovation haben, wenn wir das Kapital haben, dass wir schaffen, wirklich eine bessere Welt zusammenzubauen. Ich danke euch und jetzt freue ich mich vielleicht auch auf ein paar Fragen von euch. Ein Plädoyer vom
CEO von Fineo, über einen Vorstandsvorsitzenden von Fineo, über ein wertebasiertes, aber trotzdem kompetenzfähiges Kontinentaleuropa. Ja, es gibt auch tatsächlich ein paar Fragen. Eine Person stellt die Frage, sie heißt Tom Meyer. Was hältst du vom Happiness Index als alternative Wertschöpfung, als alternatives Wertschöpfungsmesswerkzeug? Ja, spannende Frage. Das ist etwas, was wir definitiv angehen müssen. Also ich glaube, dass einfach der BIP als Indikator für die Entwicklung einer Gesellschaft nicht mehr opportun ist. Also nur noch den wirtschaftlichen Wachstumsindex zu nehmen für die Gesellschaft ist nicht in Ordnung. Insofern ist die Frage, was ist denn eigentlich das, was wir jetzt machen, um auch steuern zu können, um auch gucken zu können, welche Gesellschaft wir haben. Und deswegen kann der Happiness Index, das ist ein interessanter Ansatz, hilfreich sein. Ich glaube, dass da auch die Wissenschaft noch nicht wirklich so weit ist, ein finales Konzept vorzulegen, weil was nicht funktioniert, ist, glaube ich, wenn wir einen Index haben, der nur in einem Land etabliert ist, weil es natürlich auch wieder um Vergleich und Konkurrenzen geht, auch wo Investoren hingehen etc. Das heißt also, ich glaube, wir brauchen auch da global einen Ansatz, der BIP als Kernindikator ablöst und die Debatte kann durchaus so etwas wie den Happiness Index dann forciert werden. Aber hättest du da andere Indikatoren, die man jetzt benutzen könnte für echte Wertschöpfung? Ja, also es gibt relativ viele, die sich so in der Gemeinwohlökonomie grad tummeln. Also insofern Indikatoren, die wirklich einmal auch auf einer individuellen Ebene sind. Also Zufriedenheit kann dabei ein wichtiger Indikator sein. Ich finde auch, dass wir Sachen mit reinmischen sollten, wie aus den SDGs eben kommen. Also was sind eigentlich die gesellschaftlichen Herausforderungen und gucken wir, dass wir darauf hinarbeiten und da Lösungen zu entwickeln. Also da wird es einen Mix geben, der wirklich nicht mehr rein ökonomisch ist, sondern der alle Kriterien mit beinhaltet. Aber wenn Gemeinwohl so wichtig ist, macht es dann Sinn, das Ganze kontinental zu denken in einer globalisierten Welt? Also vor allem mit dem Aspekt, dass man sich jetzt so mit besseren Werten und all dem irgendwie schmücken möchte? Genau, also deswegen meine ich halt, es reicht nicht, wenn jetzt ein Land sich den Happiness Index nimmt. Das ist schön, aber wir müssen es wirklich eben auf einer globalen Ebene haben. Da dürfen wir jetzt aber auch nicht das Licht unter den Scheffel stellen, wenn wir das wirklich kontinentaleuropäisch hinbekämen, dann ist das schon eine Wucht. Und dann können auch die anderen Regionen der Welt nicht mehr wegschauen und sagen, okay, das ignorieren wir einfach. Aber es müsste wirklich, finde ich, aus der EU, aus Europa herauskommen, so ein Index. Und ich glaube auch nicht, dass man da digital ist, also irgendwie sofort umswitcht, sondern solche Sachen werden erst einmal parallel laufen, in der Hoffnung, dass dann irgendwann wirklich uns darauf einigen, dass wir ein neues, wertebasiertes Messinstrument haben für die Ökonomien der Welt. Miriam Becker fragt, lieber Andreas, was tut Fineo dafür, dass die so wichtige Zivilgesellschaft und die eben genannten kleinen Initiativen mit ihren sozialen Innovationen gesehen werden und dadurch Wirkung erzielen? Ja, sehr schöne Frage, weil sie wirklich ein Problem aufmacht. Wir haben eine extrem vielfältige, großartige Zivilgesellschaft. Einfach mal da eine Zahl genannt. Wir haben allein in Deutschland über 600.000 Non-Profits. Das ist schon großartig. Die werden aber in der Tat nicht immer gesehen, weil wir auch da, und das ist ein Problem, eine systemische Intransparenz im gemeinnützigen Sektor haben. Also es gibt nicht die gelben Seiten des dritten Sektors, wo man einfach mal unter K-Kinderarmut nachgucken kann und überlegen kann, welche Organisationen es alle dort gibt. Insofern gibt es da zwei Wege. Das eine ist, dass Organisationen selber sehr viel präsenter werden. Das zweite ist aber auch, dass wir als Zivilgesellschaft insgesamt mehr Transparenz schaffen. Und da zwei Beispiele. Das eine ist, es gibt die Initiative Transparente Zivilgesellschaft, primär getrieben von Transparency International. Fineo ist auch mit dabei, wo Organisationen selbst Auskünfte geben können. Und ich hoffe, dass wir damit eine Grundtransparenz schaffen. Das zweite ist, als Fineo, ja, der eine oder andere kennt es auch, wir machen Analysen und wir zeigen exemplarisch großartige Organisationen. Wir haben mittlerweile über 3000 Organisationen sehr genau anguckt, analysiert und auf unserer Website kann man eben auch die mit dem Wirksiegel ausgezeichneten Organisationen sich angucken und die stehen eben dann auch exemplarisch für die Kraft und die Wirkung des gemeinnützigen Sektors. Also insofern, es ist ein Thema und wir müssen gucken, dass wir da sehr viel mehr Transparenz reinbekommen. Jemand anders fragt auf YouTube, warum kann ich nicht über meine normale Bank Impact Investing machen? Ja, kann man leider noch nicht. Ist in der Tat ein Problem. Ich habe ja immer so ein bisschen die auch Entwicklung aufgemacht. Das liegt daran, dass Impact Investing in einer Startphase A getrieben war durch private, hochvermögende Personen.
die das machen konnten, und durch einen Fokus auf Startup-Investments. Und Startup-Investments kann man eben, mal abgesehen vielleicht von Crowdfunding-Plattformen, in der Regel nicht in dem normalen Bankenkontext machen. Und das ist aber das, was jetzt gerade passiert. Also viele auch der Großbanken, BlackRock, Deutsche Bank etc., nehmen das Thema Impact-Investing auf. Da kann man wieder sagen, den wollen wir aber nicht. Doch ich finde, auch die müssen wir in das Feld reinführen. Also da nützt es wieder nichts, Scheuklappen zu haben. Und wenn wir da sind, dann werden auch Produkte entstehen, die man ganz normal im Retail-Bereich auch der Banken haben kann. Also das dauert nicht mehr lange. Dann werden wir Impact-Investing-Produkte auch im ganz normalen Bankengeschäft haben. Was lässt dich da so optimistisch stimmen? Zweierlei. Also das eine ist die direkten Gespräche, die ich mit diesen Playern führe. Und ich habe eben erwähnt, dass wir jetzt in Deutschland beispielsweise auch die Bundesinitiative Impact Investing haben, wo auch diese Player mit am Tisch sitzen. Und die sind alle gewillt, da auch Sachen anzubieten. Wie gesagt, aus unterschiedlichen Richtungen getrieben, aber auf jeden Fall sind sie da. Und das Zweite ist, dass es einfach eingefordert wird. Also jetzt die Frage ist exemplarisch für viele, viele, die halt sagen, okay, ich möchte halt mit meinem Kapital etwas Sinnvolles tun. Und ich möchte nicht einfach nur das meiner Bank geben und die macht dann schon was, sondern ich möchte verstehen, was ist der Impact. Das heißt also, man kann sich nicht mehr wegducken. Vielleicht letztes Beispiel, dass es nicht nur von den Kundinnen und den Banken getrieben wird. Ich selbst habe bis Anfang des Jahres im Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung gesessen, und zwar dezidiert auch zu dem Thema Impact Investing. Das heißt also, wir reden auch auf einer regulatorischen Ebene darüber, was bräuchte es, um das Thema mehr zu forcieren. Ja, aber laufen wir dann nicht Gefahr, also es gibt ja das Schlagwort Slacktivism und dass man dann so seine soziale Verantwortung outsourced und dann soll das halt, ich mache ja eigentlich nichts, ich kann so by the way noch nebenbei die Welt retten, weil ich mache nicht nur was für mich, indem ich spare, sondern ich mache auch noch Impact Investing. Ist das nicht auch irgendwie schwierig, wenn das alles so von der Einzelperson weggeht? Nee, weil das eine tun, das andere nicht lassen. Also natürlich, das ist ja auch das, was man vielen Corporates vorwirft, wenn die halt irgendwie ein bisschen CSR machen, ein bisschen Corporate Citizenship, dass sie dann im Kerngeschäft böse sein dürfen, in Anführungsstrichen. Das funktioniert aber nicht mehr. Also das ist etwas, was man nicht aushält, sowohl als Institution, wenn man halt da nicht konsistent ist, und als Privatperson auch nicht. Meine Hoffnung ist eigentlich, wenn man einmal anfängt, und sei es halt mit so kleinen Schritten, dass man sagt, okay, ich mache mal ein bisschen Impact Investing, dass man auch an solche Themen herangeführt wird. Und meine Erfahrung ist, wenn Menschen einmal angefangen haben zu spüren, wie viel Selbstzufriedenheit und Freude es bringt, wenn man einen Beitrag leistet für die Welt, dann ist man angefixt und dann will man eigentlich mehr machen. Also insofern, das kann auch so eine Einstiegsdroge sein, zu sagen, okay, ich fange mal mit ein bisschen Impact Investing an und am Ende des Tages habe ich mein komplettes eigenes Leben auch umgestellt. Also es triggert so den inneren Weltenretterkomplex und man will dann nicht mehr aufhören, irgendwie genau. Leute und Sachen zu verbessern. Das macht Spaß, also das muss man wirklich mal sagen. Also das ist vielleicht auch was halt etwas Neues. Also früher, weil du Weltenverbesserer gesagt hast, ja, da hatte man so ein bisschen das Image, das ist halt irgendwie so krampfig und macht keinen Spaß. Nee, im Gegenteil. Also ich sehe so viele Menschen, die mit so viel Passion, mit so viel Freude Weltenverbesserer sind. Und das zeigt halt einfach, das kann und das muss Spaß machen. Aber es ist ja dann auch wieder gefährlich, wenn es dann um das eigene Gefühl und die eigene so, mir macht das so viel Spaß, und dann vergisst man sozusagen, es soll ja nicht um einen selber gehen, sondern um der Person oder dieser Sache, die man helfen möchte. Jein. Ich glaube, es gibt in den wenigsten Fällen wirklich einen Altruismus. Also das wäre natürlich wünschenswert, wenn wir wirklich alle nur aufstehen morgens und sagen, oh, ich möchte etwas für die Welt tun, ganz uneigennützig. Mhm. Das sind aber die wenigsten und das ist auch vor allem nicht nachhaltig. Weil sobald irgendwelche Disruptionen kommen, falle ich sofort in mein altes Muster zurück und achte nur auf mich. Deswegen eigentlich ist das Beste, wenn es halt in Überlapp kommt, und zwar, dass ich sage, ich tue etwas für die Welt und gleichzeitig tue ich damit auch etwas unmittelbar für mich. Dann ist es nachhaltig. Sonst läuft es Gefahr, dass die Menschen irgendwann mal keinen Bock mehr drauf haben, weil es nicht Spaß macht. Es gibt eine neue Frage von Max, der stellt die Frage, hat Covid-19 soziale Innovationen verstärkt oder gehemmt? Sowohl als auch. Also in der Tat, wir sehen, das ist jetzt auch hier wieder ein Beispiel, dass halt viele jetzt angefangen haben, und da nehme ich insbesondere jetzt auch mal wieder die Zivilgesellschaft, einfach aus der Not heraus schnell neue Sachen anzugehen, weil das alte Modell nicht mehr funktioniert. Man hat angefangen, digitale Tools anzubieten etc. Insofern, das war wirklich ein Treiber für soziale Innovationen. Gleichzeitig, und das muss ich halt schon auch sagen, hat die Corona-Krise den gemeinnützigen Sektor
richtig hart getroffen. Also viele Organisationen sind in eine Schieflage geraten, weil viele Gemeindeorganisationen eben nicht vorbereitet waren. Sie waren häufig nicht digital vorbereitet, weil es kein Kapital gibt, häufig für Non-Profits halt auch Investitionen zu machen an der Digitalisierung. Das heißt also, da war noch ein Investitionsstau, der jetzt voll zu Buche schlägt. Und das Zweite ist, viele Gemeindeorganisationen haben keine Rücklagen, was eben auch an dem Status der Gemeinnützigkeit liegt. So, und wenn wir das zusammennehmen, sehen wir, dass gerade unglaublich viele Gemeindeorganisationen von einer Insolvenz bedroht sind. Und das wäre verheerend. Also wenn uns jetzt der Gemeindesektor in der Breite wegbricht, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein wirkliches Problem. Auch da sind wir sowohl im politischen Raum am Reden, leider nicht ganz erfolgreich bis jetzt. Also es gibt Maßnahmen, die reichen aber noch nicht. Was sollte es noch geben? Naja, also als Herr Scholz die Bazooka ausgepackt hat und ich war begeistert, ob der Schnelligkeit und der Massivität der Regierung, da wurde einfach mal der Gemeindesektor komplett vergessen. Also es war nicht mit einem Wort erwähnt, wie man Non-Profits dabei auch unterstützen kann. Und das ist natürlich mal wieder symptomatisch, dass wir, obwohl wir so groß und so wichtig sind, am Ende des Tages keine Lobby haben. So. Und dann gab es und gibt es ein paar Ansätze, aber zum Beispiel gibt es Lösungen, die sind kreditbasiert. Das klingt nett, aber am Ende des Tages nützt natürlich einer spendfinanzierten Organisation ein Kredit nicht viel, weil irgendwann muss sie den Kredit trotzdem zurückzahlen und keiner spendet, um einen Kredit abzulösen. Also insofern, das ist so ein bisschen am Ziel vorbei. Also da sind wir auf der politischen Ebene weiter im Gespräch. Gleichzeitig schieben wir just mit nächster Woche bei Fineo jetzt einen Hilfsfonds Zivilgesellschaft an. Das heißt, wir sammeln private Spendengelder ein, um damit dann Non-Profits, die eigentlich großartig sind, aber gerade kurz vor der Insolvenz stehen, zu stabilisieren und zu retten. Also insofern, da ist noch einiges zu tun. Wie hat Corona Fineo konkret getroffen? Natürlich auch von unseren eigenen Operations, aber das funktioniert ganz gut, weil wir zum Glück schon auf digitale Sachen umgestellt waren. Wir haben eine relativ breite Wertschöpfungskette, also einige Sachen sind auch erst einmal weniger geworden, also die ganzen Beratungen von Unternehmen zum Thema Corporate Citizenship etc., weil das erstmal nach hinten gerückt ist, kommt aber hoffentlich auch bald wieder. Aber es hat so ein bisschen unter Brennglas gezeigt, welche Rolle und Funktion mittlerweile Fineo hat. Also wir sind eben ein Player, der Zivilgesellschaft nicht nur versteht, sondern auch mit konkreten Tools unterstützt. Und das war wie eigentlich nochmal ein Beweis dafür, dass es Fineo braucht, weil wir A, erkannt haben, was sind eigentlich die Herausforderungen und B, jetzt genau ins Tun kommen und Non-Profits helfen, durch diese Krise durchzukommen. Dankeschön, Andreas Rickert, für deine Einblicke, für den Impuls, für das fleißige und geduldige Beantworten der Community-Fragen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann kontaktiert den Herrn, das sage ich immer wieder, es ist super wichtig, einfach sich zu vernetzen, Leuten zu schreiben.